Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen alten Format quasi. Das habe ich jetzt schon ganz, ganz lange nicht mehr gebracht und zwar Movie Review. Ich war wieder im Kino und habe mir am, wann war das? Am 11.? Ne, am 10. Am 10.12. Ne, am 9. Ne, am 10. Am 10.12. habe ich mir Hobbit, die Schlacht der fünf Heere angeguckt. Und möchte euch hier in diesem Format immer zeigen, lohnt sich der Film, hat der Film irgendwas, was erwähnt gehört oder solltet ihr in den Film gehen? Das ist das, was ich euch heute näher bringen möchte und das ist auch das, was das Format beinhalten sollte. Tut mir leid, dass ich immer hier auf dem zweiten Bildschirm gucke, ich habe hier nämlich alle meine Informationen stehen. Und zwar erst einmal, ich habe den Film in IMAX 3D gesehen, also bisher wahrscheinlich in Deutschland und in Österreich die beste Kinoqualität. Und ja, erstmal ganz kurz um die Handlung. Also es war ja so, im letzten Teil am Ende gab es ja noch diesen Drachen, also Smaug, und der wollte ja dann eben die Seestadt vernichten. Im dritten Teil ging es genau weiter, also wie wenn es da jetzt überhaupt keine Pause gegeben hätte, da ging es einfach sofort los, man war sofort drin, man wusste sofort, ja, jetzt geht's weiter mit dem Film, also nicht wieder von Anfang an eine neue Story und so weiter, sondern es ging einfach glatt weiter. Und was ich jetzt, Achtung Spoiler-Alarm, wenn ihr das nicht sehen wollt, dann spult einfach 20 Sekunden vor. Was ich ein bisschen schade fand, dass der Drache innerhalb von 10, nee, warte mal, von 5 Sekunden tot war. Der wurde sofort mit dem Pfeil getroffen und war tot. Das fand ich ein bisschen schade. Aber da eben dann die ganze Stadt zerstört war und sie eben ja den Drachen dann getötet hatten, mussten sie, quasi hatten sie dann den Berg wieder zurück für sich, ne? Dann gingen die Zwerge erstmal hoch zum Berg und dann war es aber so, ich möchte echt nicht zu viel spoilern, dann war es aber so, dass die Seeleute keine Heimat hatten. Wo sollten die denn sein? Dann wollten die auch zum Berg. Das wollte Thorin aber nicht, weil Thorin war irgendwie dann total, ja, nur Gold, das ist mein Gold, ich teile das Gold mit niemandem, niemand darf dieses Gold besitzen und so weiter. Und er war da eben sehr, sehr besessen von dem Gold. Und da aber sich das dann ganz, ganz schnell verbreitet hatte, dass der Berg nun wieder zurückerobert ist, schalteten sich dann noch die Elben ein und dann kamen noch die Orks dazu. Also das war wirklich eine Schlacht, also man muss sagen, in dem Film war wirklich sehr, 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 sehr viel Schlacht. Also das auf jeden Fall. Ich meine, der Titel sagt's aus, da kann man das auch nicht übel nehmen. Ich fand die Szenen echt gut. Ich fand, das war alles super animiert. Mir hat's sehr, sehr gut gefallen. Also ich sowieso als Fantasy-Liebhaber spiele ja auch immer solche Spiele wie World of Warcraft und so weiter. Und da finde ich sowas Ähnliches als Film, finde ich echt mega. Und ich muss sagen, ich war geflasht und es ist, Hobbit ist absolut mein Lieblingsfilm mit den Herr der Ringe Teilen, weil ich finde, der ist einfach gelungen. Der ist einfach gelungen, die zweieinhalb, drei Stunden vergehen da wie im Flug. Das, man geht rein, guckt sich den Film an und man genießt den einfach nur, aber der ist leider einfach so schnell vorbei, dass man da leider nicht mehr viel, ja. Ich finde es irgendwie traurig, dass die Reihe jetzt zu Ende ist. Ich hätte mir gewünscht, dass es irgendwie noch ein paar Teile gibt. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja irgendwann nochmal sowas Ähnliches. Mich würde es auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Die Besetzung fand ich super. Und ja, also es ist auf jeden Fall eine Kinoempfehlung. Geht auf jeden Fall ins Kino und guckt euch den an. Ich habe mir extra die DVDs von den zwei alten Teilen nicht gekauft, weil ich mir gerne die ganze Trilogie kaufen möchte in so einer Box. Und das werde ich auf jeden Fall tun. Und die bekommen auf jeden Fall hier einen Ehrenplatz, weil ich finde das einfach geil. Also ich, keine Ahnung, ich fand den Film so mega und
Ich habe das auch noch nie gesehen, dass so viele Menschen in einem Kino waren. Also es war wirklich alles voll, bis auf die ersten zwei Reihen ganz vorne. Und muss ich echt sagen, ist echt ein super gelungener Film. Gut, einige mögen jetzt sagen, ja, das ist nicht ganz gleich wie im Buch. Aber Leute, ich finde, man sollte nie ein Buch und einen Film vergleichen. Es ist immer noch ein Buch und es ist immer noch ein Film. Also das sind immer so zwei verschiedene Faktoren, die man meiner Meinung nach beachten sollte. Ja, ich hoffe, das mit der Audio hat jetzt funktioniert. Mein Audacity geht auf meinem PC nicht. Ich weiß nicht, warum. Auf jeden Fall nehme ich das jetzt gerade auf dem Mac auf, weil auf dem PC funktioniert es ja nicht. Geil. Und ja, dann würde ich eigentlich schon fast sagen, dass es das war. Und ja, also von mir bekommt der Film auf jeden Fall 10 von 10 Sternen. Da kann für mich kein Maleficent oder kein Amazing Spider-Man mithalten. Das ist einfach Hobbit. Einfach geil. Und ja, gut. Nächstes Jahr gibt's leider kein Hobbit mehr. Kein Jahr, auf das ich mich freuen kann. Und doch, stimmt, der World of Warcraft-Film kommt. Da freue ich mich auch total. Na gut, Leute, ich würde einfach mal sagen, das war's. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Falls ihr jetzt denkt, das war's, das ganze Video. Nein, es wird heute wahrscheinlich noch ein zweites Video kommen. Und ich würde sagen, wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir auch einen Kommentar schreiben. Ich würde sagen, das war's. Haut rein, macht's gut.